The heart symbol goes here. The heart symbol goes here. This fountain looks unearthly. Unearthly. So, wir haben jetzt hier ein halbes Kristallherz und einen Eichenschlüssel. Und ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Eichenschlüssel machen sollen. Den alten Kerl können wir da irgendwie auch nicht aufwecken. Is this Merlin? He looks sad and sleepy. Sleepy? Der kleine Merlin. So. Wo könnte... Haben wir denn hier noch eine Möglichkeit... Ah nee, wir sind ja falsch. Wir müssen ja noch... Und hier vielleicht noch irgendwie noch einmal Hilfe der Ahnen mit Holzgesichtern braucht. Nee, das sind die drei und die haben wir alle schon. Das ist ja merkwürdig. Spiel, du bist echt eine Herausforderung, aber... Oh, hier ist ein neues Höhlenbild. Gut. Du musst jetzt einfach immer nur wieder die Orte der Wimmelbilder einfach immer wieder ablaufen. Da ist eine Karte, da ist auch eine Karte, da ist eine Karte. Da ist eine Karte. Da ist auch eine Karte, da ist eine Karte, da ist eine Karte. Wo haben wir sonst noch Karten? Zwei Karten brauchen wir noch. Erstaunlich, erstaunlich. Da ist eine Karte. Und die letzte Karte, weiß der Geier, wo die ist. Ja, auf jeden Fall brauchen wir noch Weintrauben und eine Schlange. Hier haben wir eine Schlange. Das sind... Ist das Weintrauben? Nein. Ach, da sind Weintrauben. So, Porträt, Spiegel, Kamm. Das ist ein altes Porträt. Ein Spiegel müssen wir hier auch irgendwo haben. Spiegel, Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und einen alten Kamm, den haben wir hier. Spatz, Dolch, Harfe. Das ist eine Harfe. Eine Harfe ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. Spatz und Dolch. Dolch ist hier. Eine Flöte, die haben wir hier. Eine Säge. Eine Säge haben wir hier. Und ein Narr. Da ist der Narr. Also eigentlich sitzt der Narr vor dem Rechner. Karte. Ist das eine Karte? Nee. Ich dachte gerade, die... Machen das so, 8 Spielkarten und dann eine Landkarte oder sowas. Aber dann würden die Spieler wahrscheinlich alle Sturm laufen bei denen. So, einen Spatz haben wir auch noch, aber der ist irgendwo versteckt. Fragt sich nur, wo? Das ist schon... Ist das der Spiegel? Nee. Wo ist der Spiegel? Wo ist die Karte? Die Musik hat sich auch jetzt zur Ruhe gelegt. Ist das keine Karte? Nee, das ist keine Karte. Was ist das für ein altes Ding? Das ist nicht. Ein Spiegel, eine Karte und ein versteckter Spatz.
Und ich sehe nichts von diesem. Ist das der Spiegel? Nein. Ich glaube, den habe ich schon mal angeklickt. Merkwürdig, merkwürdig. Ist das der Spiegel? Ja, das ist der Spiegel. Ja, hier so ein Viertelpixel. So eine Karte. Sieht aus wie ein Scharnier, aber man weiß ja nie. Die Karte ist wahrscheinlich einen halben Pixel groß. Da ist nichts. Oh, warte, da war irgendwas. Ah, wir müssen irgendwas aufschließen. Aber was? Sieht irgendjemand irgendwo ein Schlüsselloch? Einmal kurz anders hinsetzen. Ist erstaunlich, wie das immer beim Denken hilft. Da passt nichts. Das Ding ist schon. Oh, ah, dahinter war auch noch mal eine. Und die letzte Karte. Hier ist nichts. Also hier oben am Bildschirmrand ist nichts. Hier rechts ist auch nichts. Auf jeden Fall nichts, was ich sehen kann. Was ist das da? Ne, das ist auch keine Karte. Hier unten am Bildschirmrand finde ich auch nichts. So, dann bleibt ja eigentlich nur die goldene Mitte übrig. Hier ist ein altes Segel. Was? Okay. Das muss ich mir nachher beim Schneiden nochmal angucken. Aber eine Säge? War das hier noch ein Bild? Nee. Aber in der Zukunft ist da ein Wimmelbild. Na, hier nicht. Hier. Ach, warte, beim Springbrunnen. Ja! Zwei Hirsche. Das Gemälde sieht unvollendet aus. Hier ist ein Pinsel. Da malen wir dann den zweiten Hirsch aber mal hin. Das ist Bambis Vater, das ist Bambis Mutter. Und plötzlich sind sie beide weg. Das ist übrigens eine der traurigsten Szenen der Filmgeschichte. Bambis Mutter stirbt, Bambis Vater sagt, jo, ich kann mich nicht um dich kümmern, du musst alleine klarkommen. Und was macht Disney? Wir blenden einfach mal über in den Frühling mit dem Lied. Das ist so herzlos. So, Eichenblatt. Wir brauchen ein Eichenblatt. Hoffentlich ist es eins von diesen Messing-Eichenblättern, die wir so dringend brauchen. Das sind Handschuhe, aber die brauchen wir nicht. Wir brauchen noch einen Zylinderhut. Guckt euch mal Bambi an und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Es ist so gemein. Bambi, deine Mutter ist tot und dann Party. Bügeleisen, Schnecke und Hammer. Eine Schnecke haben wir hier. Ein Bügeleisen haben wir hier und einen Hammer. Wie. Oh, da ist das Blatt. Hammer, wie ich mich bewege in dem Outfit. So. Also nicht ich, sondern du. Da ist ein. Ist das kein Cracker? Sind das Cracker? Ja, das ist ein Cracker. Ein Korken.
Da oben sind Korken. Ein Fächerchen. Wo auch immer der Fächer gerade rumlungert. Ach da. Ausgefaltet komplett. Eine Krone. Krone, Krone, Krone. Eine Krone. Ein Kranz. Und ein Krug. Krone, Kranz und Krug. Krone, Kranz und Krug. Ach, da ist ein Krug. Ein Kranz. Wahrscheinlich so ein Lorbeerkranz, ne? Da ist er ja. Und eine Krone. Wo ist denn die Krone? Ach, da hinten. Ganz versteckt. Ein Eichenblatt. Okay. Wahrscheinlich finden wir die anderen in irgendwelchen anderen Wimmelbildern. Die Frage ist bloß, wo sind denn noch weitere Wimmelbilder? Nee, hier hatten wir, glaube ich, keine. Hier hatten wir nochmal eins. Hier hatten wir auch eins. Glaube ich hier irgendwo, oder? Okay. Hier im alten Venedig nicht. Hier ist auch keins. Ach, warte, in dem anderen Baumhaus. Da ist er bestimmt eins. Boah, schade. Aber hier haben wir auch nichts. Da hat sich hier auch um den Wein einfach niemand gekümmert und der ist dann einfach überall Rauch hochgewachsen. So, wo waren denn noch welche? Ach so, bei diesem Unendlichkeitsschrank. Dieser kleine, wo unendlich viel Müll rausgequollen ist. Da. Okay, aber da ist keiner. Das ist ja merkwürdig, dass beim Gerüst ist auch keiner. Hier vielleicht? Nee. Das ist ja merkwürdig. Aber beim Gerücht, beim Gerüst. War da nicht eins? Achso, nee. Ah nee, das war nur. Hier kriegen wir nur lustige Sachen. Denn hier was machen? Ne, hier ist immer nur noch der. Das sind die vier Siegel. Vielleicht gibt es ja hier eins. Den Raum haben wir noch nicht benutzt.
Werkstatt ist auch nichts mehr zu tun. Ach, hier ist eins. Ja, das ist ja mal ein Ding. Tintenfisch. Da ist ein Tintenfisch. Da ist auch ein Tintenfisch. So, und Muscheln. Muscheln? Muscatus. Wie sieht denn Muscatus? Ach, das sind Bonbons. Ist das hier Muscatus? Ja. Haarbürste und Fragment. Ist das das Fragment? Ja, wir haben endlich das Fragment. Das heißt, wir kommen da in die Tür rein. Eine Haarbürste brauchen wir auch noch. Dukaten. Der alte Dukaten-Scheißer. Lippen. Hier, da finden wir schon keine Lippen. Wie Lippen? Ach, da Lippen. Steine. Steine haben wir hier. Ein Hemd. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Wo ist denn das Hemd? Ach so, das Hemd. Das Hemd ist ein T-Shirt. Eine Geige. Und eine Eule. Hu Eule, Hu Eule. Die Eule hat eine Beule. Aber wo ist die Eule? Achso, warte, hier ist eine Muschel. Da ist auch eine Muschel. Und wir brauchen eine Eule. Das hier ist eine alte Taube. Hem. Eine Eule. Das ist eine alte Karte. Das ist ein Pferd, aber keine Eule. Vielleicht haben sie es ja falsch übersetzt. Nee. Das wird nix. Wo ist denn hier mal eine Eule? Ist da eine versteckt? Nee. Lehne mich mal nach oben, um die Limitation meines Monitors auszunutzen, weil dann wird das Bild nämlich heller, wenn ich von oben etwas schaue. Eine Eule. Da ist auch nix. Das ist keine Eule. Könnte denn hier eine Eule sein? Hm. Ich dachte eben noch, oh schön, Wimmelbild. Jetzt denke ich, Wimmelbild. Vielleicht irgendwo hier hinten im Schatten ein Bild. Man ist sich auch nie sicher, ob das Ganze nicht irgendwo so versteckt ist, dass man es gar nicht erkennen würde. Selbst wenn man direkt drauf starrt. Vielleicht auf dem Pferd eine Eule? Ist da eine Eule? Sieht aus wie so ein Brief. Also eine Rolle mit hier so festgebunden und so. Und dann um das Paddel gewickelt. Hier ist ein Brief und das ist alles Mögliche. Ach, da ist eine Eule. Ah. Wir haben das Fragment. Warte, wir reisen sofort, ohne Umschweife. Müll.